Ach du grüne Neune, ach du heiliger Bimbam, ich hab es ja schon geahnt, die Union bereitet sich tatsächlich immer mehr auf eine schwarz-grüne Koalition vor. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich bin echt mittlerweile wirklich am Ende, ja. Wenn ich das hier sehe, was das hier gerade an neuen Nachrichten rausgekommen ist. Und zwar hat jetzt gerade Apollo News geschrieben, hier könnt ihr es selber sehen, ne? Es gibt innerhalb des neuen Grundsatzprogramms der Union jetzt ganz viele neue Ideen, die eingebracht werden von den CDU-Mitgliedern. Also da kannst du dann zum Beispiel dich dafür einsetzen, dass das Bürgergeld erhöht oder reduziert werden sollte, dass Deutschland mehr oder weniger Flüchtlinge aufnehmen sollte und all diese ganzen Dinge. Und innerhalb der Union gibt es auch eine kleine Gruppierung. Man könnte sie vielleicht beschreiben als Klimakleber der Unionsfraktion. Weiß ich nicht genau, ob das den Ton trifft. Es ist jetzt keine offiziell anerkannte Unionsansammlung oder so, aber es gibt zahlreiche Mitglieder der CDU, die halt eben auch sich zugehörig zu eben dieser Klimaunion sehen. Und die wollen jetzt nichts anderes als die soziale Marktwirtschaft abschaffen. Ja, ihr habt völlig richtig gehört. Ludwig Erhard und so weiter war gestern, ordoliberale Marktwirtschaftsordnung in Deutschland war gestern. Man weiß schon, dass wenn man sich mit den Grünen einlassen will, man sich weiter weg von marktwirtschaftlichen Prinzipien bewegen muss. Auch wenn man das natürlich nach außen hin jetzt noch nicht so genau kommuniziert. Ja? Aber das ist schon richtig krass, vor allem, weil, wie Apollo News gerade schreibt, jetzt das erforderliche Quorum von 500 Unterstützern erreicht wurde. Und das bedeutet, dass die Parteidelegierten jetzt über diesen Antrag abstimmen werden. Ich bin mal gespannt, ob er durchkommt. Ich gehe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch davon aus, dass er wahrscheinlich nicht durchkommt, aber man weiß ja nie. Ja? Jedenfalls ist die Transformation der Union hin zu einer immer grüneren Politik in vollem Gange. Und ich habe ja auch schon vorhin im anderen Video das Thema Bundestagsdebatten und so angesprochen. Und hier war es jetzt auch so, beispielsweise bei einzelnen politischen Themen, wenn man mal genau drauf achtet, häufig ist es ja so, einer hält dort eine Rede von einer Fraktion und dann applaudieren meistens die von der gleichen Fraktion und alle anderen kommen mit lauten Zwischenrufen und so. Das ist immer eine herrliche, unterhaltsame Karnevalsshow dort. Ja. Und jetzt habe ich aber schon immer häufiger gesehen, dass wenn dann zum Beispiel eine Katharina Dröge beispielsweise von den Grünen eine Rede hält, dass auf einmal ein Herr Merz anfängt zu klatschen. Ja. Und man hört jetzt auch von Merz in letzter Zeit überhaupt gar keine Spitzen mehr gegenüber den Grünen wie früher. Die findet man vielleicht ab und zu noch bei einem Söder in Bayern, aber definitiv nicht mehr bei der Bundesfraktion und so weiter. Ja? Und jetzt kommen wir mal zu dem, was die tatsächlich hier an Antrag jetzt vorgebracht haben. Apollo News hat das Ganze hier auch abgedruckt. Ich werde euch den Artikel wie immer unter dem Video hier verlinken. Und schaut mal jetzt hier, ne? Soziale Marktwirtschaft im Grundsatzprogramm ersetzen möchte. Stattdessen fordert die Klimaunion, dass man in der CDU künftig von einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft spricht. Ja, Wahnsinn! Also ganz hier im Sinne von Robert Habeck, ne? Möchte man sich schon mal so ein bisschen hier direkt integrieren. Aus liberalem Selbstverständnis heraus bekennen wir uns zum Primat des Rechts und zur Gewaltenteilung, zur gesellschaftlichen Pluralismus und Vielfalt sowie zur Freiheit in Verantwortung in sozial-ökologischer Marktwirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. So, jetzt haben die noch die ganzen anderen Stellen, wo das in diesem Antrag sozusagen vorkommt, untereinander gelistet. Hier zum Beispiel schon wieder, die Prinzipien der sozial-ökologischen Marktwirtschaft sind bei der Realisierung unser Leitmotiv. Wir Christdemokraten setzen auf das erfolgreichste Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell der Welt,
die sozial-ökologische Marktwirtschaft. Was auch immer das genau konkret bedeuten mag, ja, gut, so schwammig, wie das hier formuliert ist, kann man jedenfalls sich vorstellen, dass wenn man die aktuelle soziale Marktwirtschaft sich anschaut und sieht auch, ja, es wird ja sehr häufig von der SPD und auch von den Grünen und von anderen immer so kolportiert, Deutschland wäre sozialpolitisch in den letzten Jahrzehnten immer weiter und weiter kaputt gespart worden. Das ist einfach nur eine blanke Lüge. Eine Lüge ist das. Guckt euch die Statistiken und guckt euch die Daten an, ja. Nicht nur absolut gesehen wird jedes Jahr mehr für Soziales ausgegeben, sondern auch es macht einen immer größeren Posten im Haushalt und Anteil des BIPs aus. Also was die teilweise da von den Wänden herunterlügen, das ist schon der absolute Wahnsinn, ja. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass wenn man jetzt dazwischen noch das Wort ökologisch knallt, dass da alle möglichen Subventionsmechanismen und bürokratischen Dinge noch mit dazukommen, die die Marktwirtschaft alles andere machen, außer freier, ne? Auch hierfür ist die sozial-ökologische Marktwirtschaft das Modell der Zukunft. Die sollen mir gerne mal so ein Beispiel bringen, wo auf der Welt das so hervorragend funktioniert, wenn man immer mehr Wirtschaftsbereiche subventioniert auf der einen Seite, sanktioniert auf der anderen Seite, sagt, die Ausschreibungen, die gelten jetzt nur noch für die Unternehmen, die sich an die und die Leitlinien halten und die hier unsere Dingsnorm unterschrieben haben und die sich an dies und dies Tarifgesetz halten und so weiter und so fort. Und am Ende hast du einen Erfüllungsaufwand, den du gar nicht mehr kalkulieren kannst als Unternehmen. Und dann haust du einfach ab. Ja, und dann kommt irgendwann der nächste Schritt. Wir hindern euch jetzt am Abhauen. Ja, da gibt es auch ganz viele Pläne. Muss ich mal wieder ein Video zu machen. Was da abläuft, das ist wirklich pervers. Also die digitale und unsichtbare Mauer, die wird auch immer weiter aufgebaut. Ja, so. Und dann geht es noch weiter. Ne? Schaut mal, wer jetzt als Unionswähler glaubt, er kriegt bei der Union quasi noch das, was auf der Verpackung draufsteht. Der hat sich gewaltig geirrt. Schaut mal hier. Die KU fordert nun den Satz zum Verbrennermotor. Ne? Hier steht im Entwurf des Grundsatzprogramms, wir stehen zum Automobil, unabhängig von der Antriebsart. Ne? Und jetzt will aber die KU den Satz verändern, dass die CDU nur noch zum Auto steht, wenn es künftig mit klimaneutralem Antrieb fährt. Das heißt, wenn diese KU jetzt innerhalb der Union noch mehr Einfluss gewinnt, ja, und noch mehr Leute sich entscheiden, denen auch beizutreten, ja, dann kann doch die Union eigentlich nach und nach sich direkt quasi wie so eine Art Fusion mit den Grünen zusammenschließen. Weil dann ist es wenigstens eine Partei, ja, und dann wissen wenigstens auch die Leute, die diese Partei wählen, woran sie sind, ne? Aber so wie das jetzt abläuft, ich meine, die Zeichen, die sind schon offensichtlich. Man muss ja nur in die einzelnen Ministerien, Ministerpräsidenten und so weiter reinschauen. Egal ob in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, in NRW und so. Überall fangen die Grünen und Schwarzen an zu kuscheln, dass es knistert. Politisch gesehen meine ich jetzt natürlich, was da sonst noch so abläuft. Uiuiui, das will ich erst gar nicht wissen, sage ich euch an dieser Stelle, ja. Ja, also damit wird einfach einmal, so wie es hier im Kommentar steht, deutlich, wohin die Reise geht bei der Union. Ne? Man versucht jetzt förmlich die SPD und die Grünen noch links zu überholen, ja, aber natürlich mit einem schönen Tempo 100 Limit. Das kommt wahrscheinlich auch noch als nächstes. Also hier ist wirklich Achtung gefragt, ne, von allen Wählern. Auch dieses Jahr bei den Wahlen, ne, passt wirklich auf, dass die Leute, die ihr wählt, auch das wirklich vertreten, was ihr wollt, ja, also ich habe nichts gegen Pluralismus und so weiter. Im Gegenteil, ich würde mich auch niemals für ein Parteiverbot von anderen Parteien aussprechen, so wie es ja manche, was ich absolut lächerlich finde, mit diesem Gegenentwurf da, von wegen, jetzt wollen wir die Grünen verbieten. Ich finde das lächerlich, ja, das ist ein Armutszeugnis. Wir brauchen keine Parteien verbieten. Ich will, dass einfach die Leute ehrlich sind, die gewählt werden wollen und den Leuten, die sie wählen sollen, nichts vormachen. Und das ist einfach nur ein absolutes Vormachen hier. Unsere Politik verbindet Selbstverantwortung und Subsidiarität, Freiheit und Pluralismus, Solidarität und Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Wertschätzung der Institutionen, sozial-ökologische Marktwirtschaft und Ordnungspolitik, Ökonomie und Ökologie, Wettbewerbsorientierung und also quasi alles wollen die auf einmal. Die wollen quasi die Partei für alle sein.
Dass das nicht funktioniert, das wissen wir. Du kannst nicht einerseits sagen, wir stehen für Eigenverantwortung und Selbstverantwortung und andererseits dann ganz nach Ricarda Lang anfangen zu sagen, ja, das Unternehmen, was du gegründet hast, das gehört eigentlich nicht nur dir als Gesellschafter und als Aktionär, nee, das gehört eigentlich der ganzen Gesellschaft, ja. Stakeholder-Kapitalismus. Nee, Leute, das Steak, das gibt's bei uns nur im Restaurant zum Abendessen und zwar medium rare, ja. Aber was die Aktien und die Unternehmen angeht, die bleiben schön privat im Shareholder-Kapitalismus. Und das ist das, wofür man sich einsetzen sollte. Und dass man da die CDU dran erinnern muss, ist schlimm genug, diesen Premium-Partner, ja.